So, hallo ihr Lieben, ich hatte Svenja versprochen, ich würde noch mal ein Video machen zum Thema Belege. Zugeschnitten habe ich jetzt den vorderen und den hinteren Beleg. Das hier ist der hintere und das ist der vordere. Ich habe mir allerdings hier auch notiert, hier steht Fold, das heißt Stoffbruch. Das habe ich mir auf diesem Teil auch markiert. So, dann habe ich das aus Stoff zugeschnitten. Nicht wundern, ich habe jetzt einfach einen alten Stoff genommen, den ich noch hier hatte. Habe mir das hier auch markiert mit einem H für hinten und einem V für vorne. Habe eine Flieseline aufgebügelt. Das richtet sich ein bisschen nach dem, was ihr für einen Stoff verwendet. Manchmal kann man eine ganz, ganz dünne nehmen und wenn man ein bisschen mehr Stand haben möchte, dann nimmt man schon eine H200 oder H200, 250, finde ich ein bisschen viel. So, was ich noch gemacht habe, ich habe mir hier den 1 cm Nahtzugabe aufgezeichnet. Das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen, weil jetzt werden diese Teile, das hier ist das Vorderteil und das Rückenteil. Hier schließe ich jetzt die Schulternähte auch mit 1 cm. Und damit man genau diese Längenangabe, diese Weitenangaben hinterher auch hat, habe ich mir das auch hier aufgezeichnet. Später kann man das wahrscheinlich auch ohne machen. Ich habe es jetzt aufgezeichnet, weil ich es auch Anfängern erklären wollte. So, wenn wir jetzt die Schulternähte geschlossen haben, dann legen wir hier die Belege auch rechts aufeinander. So. Ich versuche nicht zu wackeln. Und so. Ja. Das Filmen ist, glaube ich, das Schwierigste an allem. So, hier 1 cm abnähen und hier auch mit einem Schleppstich ganz normal rüber nähen. Das mache ich jetzt mal eben und dann geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. Ich musste leider noch mal diesen Teil hier neu drehen, weil ich einen Fleck auf meinem Pullover hatte und deshalb mache ich jetzt hier diesen Teil noch mal. So, ich habe die Schulternähte geschlossen und die auch, was ich persönlich bei der Belegverarbeitung immer wichtig finde, gut auseinandergebügelt. So, und jetzt lege ich mir das Teil rechts auf rechts hier hin, dass die schöne Seite nach außen zeigt. Mal gucken, das hat irgendwie erstmal mit der Kameraeinstellung. Also Svenja, ich habe solche Hochachtung vor dir. So, dann nehme ich mir meinen Beleg, den habe ich auch. Hier habe ich die Kanten auseinander, also die Nahtzugaben auseinandergebügelt und die Kante mit der Overlock versäubert. Allerdings war mir da nicht aufgefallen, dass mein Differential verstellt war, aber egal. So, und dadurch, dass ich jetzt hier ein V drauf geschrieben habe und hier ein H, weiß ich genau, aha, welche Seite nach vorne kommt. Jetzt nehme ich diese beiden Nähte genau aufeinander und stecke mir eine Nadel. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So, Naht auf Naht. So, und so arbeite ich mich jetzt die ganze Runde und stecke mir das fest. Ich halte es immer so, weil es ja eine Runde ist, dass ich mir das praktisch so über den Finger laufen lasse oder rollen lasse. Während ich das feststecke, dann habe ich immer die Rundung schon gleich mit berücksichtigt. Habe hier auch keine Falten drin. Und ihr seht, dadurch, dass wir die 1 cm genau eingehalten haben, habt ihr da auch keine Probleme, dass ihr irgendwas über habt oder so. Und deswegen ist das so wichtig, diese Nahtzugaben genau einzuhalten. So, ich mache jetzt mal hier nur vorne. Ich hoffe, man kann es genau sehen. So, jetzt habe ich das hier so.
Jetzt habe ich das hier festgesteckt und würde das jetzt hier im Abstand von 1 Zentimeter festnähen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Bis gleich. So, ich habe den Beleg jetzt einfach angenäht. Wenn ihr in so einer Runde näht, näht langsam. Und ihr könnt dann immer wieder die Nadel im Stoff stecken lassen, Füßchen hoch, klein bisschen beidrehen, Füßchen runter, weiternähen. So, und jetzt wird dieser Beleg einfach mit dem Bügeleisen hier nach oben in Richtung Nahtzugabe gebügelt. Dazu nehme ich euch mit ans Bügelbrett und zeige euch den weiteren Schritt. Bis gleich. So, ich glaube, jetzt habe ich wieder ein bisschen was verschlammt. So, also, ich habe gesagt, wir werden jetzt den Beleg gegensteppen. Das heißt, wir klappen den einfach nach oben und gehen mit dem Bügeleisen einmal über die Kante. Das macht es uns gleich leichter beim Nähen. So, einmal immer nur, dass praktisch der Beleg sich auf die Nahtzugabe rumklappt. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil ich habe natürlich, das ist mein Reststoff vom Bügelbrettbezug, den ich mir gemacht habe. So, also einfach nur so, dass das so hoch steht, sozusagen. Ich hoffe, man kann das alles so sehen, ist gar nicht so einfach. So, ich möchte ja auch, dass ihr versteht, warum und wieso und wie man sich etwas einfacher machen kann. Also diese Form der Belegverarbeitung, da liegt der Beleg einfach immer. Und ich finde es relativ einfach. So, jetzt gehe ich zu meiner Nähmaschine und dann zeige ich euch da, wie es weitergeht. Ich trage euch nicht rüber, ich mache hier einen Break und bin gleich wieder da. So. Ja, es läuft. So, jetzt nähen wir hier wirklich ganz knapp hier an der Kante entlang. Und ihr seht, Nahtzugabe liegt so. Und ich klappe das einfach nur hoch. Ist egal, wie wellig das hier ist. Ich halte nur meine Kante hier glatt und nähe einfach nur. Leute, ich hoffe, die ist nicht so laut. Ich habe immer noch die kleine hier stehen. Einfach immer ein Stückchen weiter drehen und dann immer sehen, wie gesagt, Füßchen hoch, hier einfach wieder glatt ziehen, Füßchen runter. Da können hier 6000 Falten sein. Wichtig ist, ihr habt euren Beleg hier hochgeklappt und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich hoffe. Immer schön an der Kante entlang und im Prinzip wird der Beleg jetzt auf der Nahtzugabe festgesteckt. So, und ich schiebe mir das immer hier ein kleines Stückchen weiter und nähe dann knapp an der Kante entlang. Das mache ich jetzt in der ganzen Runde und dann komme ich wieder. So, das nächste Stück Video. So, ihr seht jetzt hier, ich zeige euch das nochmal. So sehen. Hier habe ich knappkantig immer an der Kante entlang genäht. So, wenn ich das jetzt nach innen schlage, dann könnt ihr schon sehen, wie einfach sich der Beleg nach innen klappt. So, ich mach's mal eben. Zeige es euch mal auf meinem Bügelei, vielleicht noch besser zu sehen. So. Nicht so einfach. So. Ihr könnt jetzt sehen. Ja. Kann ich mal drüber bügeln.
Prinzip schlägt er sich schon von ganz alleine. Wunder warum. Und dann muss man eigentlich nur noch drüber bügeln. Wenn man möchte, kann man den natürlich hinterher zum Schluss nochmal absteppen. Aber eigentlich bleibt er wunderbar liegen. Mein Bügeleisen ist auch mal fertig. Das braucht immer ellenlange zum Warm werden. Hey, dann mit dem Bügeleisen. Man sieht, alles wunderbar glatt. Ich gehe noch mal ein kleines Stück rum, weil da war anscheinend der Bügeleisen noch nicht ganz heiß. Das Bügeleisen. Tut mir leid, dass ich immer wieder in diesen Sling, in diesen Platt verfalle. So. Und wenn ihr jetzt das hier herlegt und ihr stellt euch jetzt vor, ihr hättet das versäubert, dann habt ihr einen wunderbaren Beleg. Also wie gesagt, wenn das jetzt hier noch abgedingst ist, man könnte es jetzt noch absteppen, aber ihr seht, ja, wunderbar. So. Ich hoffe, ihr konntet alles erkennen und wer Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Ja, also wenn man irgendwas nicht genau sehen konnte oder so, sagt einfach Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.